Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Skyrim. Ich bin Aneflatur und wir sind mitten im Gespräch mit Patronax in der letzten Folge am Ende stehen geblieben und wir machen hier auch einfach mal direkt weiter. So, er hat uns gefragt, jede Welt muss enden, also die letzte Frage, die letzte Aussage von Patronax. Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Wozu müsst ihr diesen Tum erlernen? Jo, jetzt gibt uns hier frei, genau. Also er hat gesagt, also jede Welt muss irgendwie enden oder alles muss irgendwie enden und wollen wir verantwortlich sein dafür, dass wir diese Welt erhalten, aber damit verhindern, dass sich eine neue erschafft oder so. Irgendwie so in dem Dreh war das und genau. Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Wozu müsst ihr diesen Tum erlernen? Jo, das haben wir gefragt, genau, mir gefällt diese Welt. Und dann, ich muss Alduin aufhalten. Ja, Alduin. Selmach. Der ältere Bruder, talentiert, habgierig und schwierig, wie es bei Erstgeborenen so häufig der Fall ist. Mhm. Aber warum? Warum müsst ihr Alduin aufhalten? Die Prophezeiung. Nee, wir versuchen es nochmal hier mit dem ersten. Prusa. Dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung. Genau. Manche würden sagen, dass alles. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalbar. Lane Vukin. Würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Ich bin nicht hier, um mit euch über Philosophie zu diskutieren. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Oha! Ah! Jetzt ist wieder... Ja, ich glaube, wir nehmen echt das Zweite und sagen, ich bin jetzt hier Teil dieser Welt und die nächste Welt muss selber schauen, wie sie klarkommt. Eine anständige Antwort. Rofus. Vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitit los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Okay. Ja. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Crossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monaveen, den ihr den Hals der Welt nennt? Nein, Drachen mögen doch die Berge, oder? Drachen mögen die Berge, oder? Richtig. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Okay. Warucht Unslaat. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Wer hätte das gedacht? Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Ja, das ist... Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork, Mulag, Unslaad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Okay. Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge,
die Giorre nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach, Vachlan, sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Okay. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Wollt ihr damit sagen, dass die Alten Nord-Alduin in die Zukunft geschickt haben? Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ah, das ist ja ich witzig. Wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Okay. Wie soll mir das weiterhelfen? Tid Krent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde, mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Okay. Jo, wisst ihr, wo ich die Schriftrolle der Alten finden kann? Rossis, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Der Wahrer des Wissens der Akademie von Winterwist, der könnte es wissen. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Okay. Was mache ich mit der Schriftrolle der Alten, wenn ich sie gefunden habe? Wie konnte die eine Schriftrolle der Alten Alduin durch die Zeit bewegen? Und was bewirkt der Drachenfall? Und mal das zweite hier mal. Womindog, ich weiß es nicht. Mensch, was vielleicht weißt du überhaupt? Haben sie dabei das Wissen darüber aus der Zeit selbst gelöscht. Die Doof sind Kinder von Akatosh. Darum sind wir besonders eingestimmt auf den Fluss der Zeit. Vielleicht auch auf einzigartige Weise verwundbar. Okay. Ich habe sie vor einem so voreiligen Handeln gewarnt. Selbst ich konnte die Folgen nicht vorhersehen. Nust Nihon. Sie wollten nicht auf mich hören. Also hast du damals schon mit den Nord mehr oder weniger so, ja, kooperiert? Wegen Alduin? Das ist interessant zu wissen. Ihr meint, ihr wart dort? Ja. Einige von uns rebellierten gegen Alduins Tour, seine Tyrannei. Wir halfen den Menschen, ihn zu stürzen. Aber sie vertrauten uns nicht. Ni'ov. Sie hielten ihre internen Ratsversammlungen vor uns verborgen. An dem Tag von Alduins Sturz war ich weit fort. Aber alle Doof haben den Bruch der Zeit selbst gespürt. Okay, was mache ich mit der Schriftrolle der Alten, wenn ich sie gefunden habe? Bringt es hierher zurück, zur Tid Achran. Dann Kelle Womindog. Nichts ist bei solchen Dingen gewiss.
Doch ich glaube, das Band der Schriftrolle mit der Tid Achran wird euch ein Gesicht, eine Vision des Augenblicks seiner Entstehung zeigen. Okay. Dann werdet ihr Drachenfall spüren, es kennen in der Macht seiner ersten Ausdrucksform. Ihr werdet sie sehen, Wut Fagon, meine Freunde, Hakon, Gormleit, Feldir. Hakon, Gormleit, Feldir, wer sind sie? Die ersten Sterblichen, die ich die Dun gelehrt habe. Die ersten Zungen, die Führer der Rebellion gegen Alduin. Oh, spannend. Sie waren mächtig zu ihrer Zeit. Allein der Versuch, Alduin zu besiegen, Sahor-Trun. Die Nord hatten seitdem viele Helden, aber keine größeren. Okay, na, dann haben wir ja ein Ziel, ne? Ihr seid der Meister der Graubärte, kommen andere hierher, um sich ausbilden zu lassen. Fragen wir einfach mal. Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin, niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Sarahan, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Oh, ich meditiere über die Rotmulaag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Ihr meditiert über die Worte. Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulaag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovahkiin? Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Joll. Oh, ja, Fuß ist vielleicht von Fuß Rodar. Feim, Joll, nehmen wir mal das Fuß. In eurer Sprache wird es Kraft genannt. Ah. Doch so wie ihr der Welt einen Stoß gebt, so gibt die Welt den Stoß zurück. Ja, Stoß passt, ne? Denkt daran, wie Kraft ohne Anstrengung angewandt werden kann. Stellt euch ein bloßes Flüstern vor, das alles, was ihm im Weg steht, zur Seite stößt. Okay. Das ist Fuß. Lasst euch von seiner Bedeutung erfüllen. Zum Argmora. Ihr werdet der Welt einen stärkeren Stoß geben, als sie zurückgibt. Okay. Dann, was bewirkt der Drachenfallschrei? Das kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe ihn noch nie gehört, Kogan. Der erste Tum, der allein von Sterblichen erschaffen wurde. Es heißt, er würde einen Drachen zwingen, das Konzept der Sterblichkeit zu erfahren. Okay. Eine wahrhaft von Mindoran. Unverständliche Vorstellung für die unsterblichen Dorf. Ich möchte über ein Wort der Macht. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Machen wir mal Joll. Fuß, Feim oder Joll? In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Oh. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Das ist die wahre Bedeutung von Joll. Soljek, Macht. Ihr habt sie, so wie alle doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Okay. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem aufbaut. Zum Argmora. Was werdet ihr verbrennen? Was verschonen? Und dann machen wir einfach noch das Letzte. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Fuß, Feim oder Joll? Da
Machen wir Fallen noch. In eurer Sprache bedeutet es dahinschwinden. Sterbliche empfinden eine stärkere Verbundenheit zu diesem Wort als die Doof. Jeder Sterbliche schwindet mit der Zeit dahin. Doch der Geist besteht weiter. Hm? Denkt über die Bedeutung des Geistes nach. Unslat Sihi. Wo sterbliches Fleisch schwinden und vergehen kann, hat der Geist Bestand. Das ist fein. Lasst euch von dieser Bedeutung erfüllen. Zum Arg Mora. Ihr werdet feststellen, dass euer Geist euch mehr Stärke verleiht. Okay. Ja, jetzt haben wir ganz schön lange mit ihm gebabbelt. Look to. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Grem Yolok. Seid gegrüßt. Psst. Nichts gegrüßt, Paronax. Jetzt sind wir mal ruhig, auch wenn du die ganze Zeit babbeln könntest. Jetzt gucken wir mal hier, ob noch irgendwas zu holen gibt hier. Und wir speichern mal schnell. Nicht, dass wir noch irgendwie ausrutschen und vom Berg fallen. Das können wir nicht gebrauchen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Oder? Ich bin ganz hoch. Ganz hoch. Den höchsten Berg von hinten zu ganzen auf. Komm schon. Wir schaffen das. Oh, na da guck an. Eine Menge Erze gefunden. Richtig viel. Mehr im Herz. Oh, was ist das denn? Schartige Spitzhacke. Okay. Ist die irgendwie besonders? Das war's jetzt aber, oder? Jetzt gucken wir uns mal eben die Spitzhacke an. Schartige Spitzhacke. Steigert die Schmiedefähigkeit des Trägers und verursacht bei Gegnern bei Treffern 5 Punkte Blitzschaden. Na klar, weil wir ja auch mit der Spitzhacke auf Gegner losgehen werden. Aber die Schmiedefähigkeit ist schon sehr, sehr cool. Aber steht auch nicht da, wie viel Schmiedefähigkeit. Aber wir haben eine neue Spitzhacke, Leute. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch da hochkommen. Ich speichere nochmal. Den letzten Zacken ganz hoch auf den höchsten Berg aufstellen. Das wollen wir. Oh! Uiuiuiui. Ich glaube, wir haben es vermasselt. Verdampft. Jo. Das war nix. Ich lade nochmal eben neu, wo wir noch auf der Kante stehen. Jo. Na komm. Jo. Komm, den letzten Meter, den schaffst du jetzt auch noch. Jo, Leute, wir stehen auf dem höchsten Punkt.
Himmelsrands. Das ist mal ein Screenshot wert, oder? Das ist eine schöne Gegend. Sonst schicken sie uns, wir rutschen schon wieder. So, cool. Auf dem allerhöchsten Punkt. Und jetzt reisen wir aber zur Magierakademie. So, da hoch. Und dann können wir auch gleich mal mit dem Urak reden. Und vielleicht, wenn wir da mal Bücher los oder so. Da haben wir ja viel zu viele einstecken. Die wir vielleicht auch vorher noch lesen sollten. Feuer! Jawohl. Das wechseln wir am besten gleich wieder. Oder wirklich macht so. Okay. Hallo, mein Bester. Jetzt gucken wir mal, was das für eine Quest ist. Schreiner, tap, 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 das wächst. Urak, okay. Finde Salidors Schriften. Ich habe die Schriften des Erzmagers Salidor gefunden, die Urak umsuchte. Ich sollte sie nun zu ihm ins Eigene. Okay, jetzt gucken wir mal. Das ist ein Buch, das wir vielleicht vorher noch lesen sollten. Janidos Erkenntnisse. Jo, da gucken wir jetzt mal noch eben rein. Oha! Jo. Das können wir nicht wirklich entziffern, aber ein paar coole Schriftzeichen dabei. Okay. Das ist da oben Drachenzeichen. Das war's. Ein ganzes Buch für ganze zwei Seiten. Nicht schlecht. Erzmagier, hey, hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ist gut. Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Ich habe noch mehr von Charlidors Werk gefunden. Ausgezeichnet. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Alright, alright. So, was habt ihr? Seid ihr mit der Übersetzung von Charlidors Werk vorangekommen? Ich habe gerade erst damit begonnen. Ja, ist gut. So schnell geht das nicht. Was hast du denn zu verkaufen? Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnte, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Okay. Ah, brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Abhandlung über eilidische Städte. Nee, brauchen wir jetzt nicht. So. Okay, dann haben wir das auch mal abgegeben, also haben wir ein Buch weniger. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Okay, und jetzt gucken wir mal, was die hier noch vielleicht zu verkaufen haben, dass wir vielleicht ein paar coole neue Zauberbücher bekommen. Was haben wir denn? Beschworene, ja genau, hier beschworener Bogen, das ist doch mal was, oder? Das holen wir uns jetzt, auch wenn es ganz schön teuer ist. Das holen wir uns. Daedra verbannen, das hätten wir auch mal brauchen können. Frostadronarchen beschwören. Oh, jetzt holen wir uns auch. Und dann haben wir hier noch einen Wiedergänger. Belebt einen mächtigen Toten wieder. Ne, das haben wir, glaube ich, auch schon. Seelenfalle. Schutzkurs beschwören. Okay. Nö, ich glaube, das war's. Was hast du denn sonst hier so? Da brauchen wir nichts. Waffen, hast du einen Stab? Was hat er denn sonstiges? Einen ganzen Haufen Seelensteine. Nö, das... Bis zum nächsten Mal. Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer euch während eurer Zeit hier am meisten geholfen hat, Erzmagier. Ja, versuchst mir schon wieder einen Arsch zu kriegen. Was war das für ein Geräusch? So, Himmelsrand, da geht's überall raus. Wir könnten auch mal in die Gemächer des Erzmagers uns genauer anschauen. Die gehören ja uns. Wir sind ja hier jetzt der Erzmagier und dann schauen wir uns die einfach mal ein bisschen näher an. Vielleicht liegt da irgendwas rum, was wir brauchen können. Ja. Das
ist die Frage, wir könnten die natürlich auch komplett richtig übel ausräumen. Aber ich glaube, dann schaut es hier einfach auch sehr, sehr leer aus. Alduin ist echt. Das holen wir uns mal. Das Buch, das lesen wir jetzt. Alduin ist echt und er ist nicht Akatosh von Tromgar, Eisenkopf, stolzer Nord. Wie mein Vater immer sagte, Kaiserliche sind Idioten. Deswegen, ach du meine Güte, Leute, das wird es bestimmt lustig zu lesen. Deswegen schreibe ich dieses Buch. Ich habe noch nie eins geschrieben und denke nicht, dass ich nochmal eins schreibe. Aber manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Und ich muss ein paar Sachen über den Gott von Akatosh und über den Drache Alduin klarstellen. Das ist schwer. Ich glaube, ich lese es einfach mal, ohne dass ich die Fehler mit in mein Lesen einbaue, einfach mal durch. Sie sind nicht gleich, egal was die Kaiserlichen sagen oder wünschen. Mein Vater hat nie an Götter geglaubt, aber Mutter schon. Sie hat die Göttlichen angebetet und hat mir viel beigebracht. Ich weiß ein paar Dinge über Akatosh, so viel wie jeder Kaiserliche. Ich weiß, dass er der erste Gott von allen war, dass er am Ort vom Ursprung der Form angenommen hat. Und ich weiß, dass er die Form von einem Drachen hat. Mein Vater hat mir sogar die Geschichte von Martin Septim erzählt und von den Dingen, die passiert sind, als sich die Tore zum Reich des Vergessens geöffnet haben. Septim hat sich in den Geist von Akatosh verwandelt und tötete Merunes Dagon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Drache, der gegen den Prinz der Zerstörung kämpft, ist schon in Ordnung. Ich hoffe, ihr versteht das Problem. Akatosh ist gut, aber wissen das, egal ob Nord oder Kaiserlich? Tja, okay. Aber Alduin? Der ist nicht gut. Der ist das Gegenteil von gut. Dieser Alduin ist durch und durch böse. Ihr seht also, dass Akatosh und Alduin nicht dasselbe sein können. Als Junge habe ich in Himmelsrand die ganzen Geschichten gehört von meinem Vater, der sie von seinem Vater erzählt bekommen hat, der sie wiederum von seinem Vater gehört hat und so weiter. Und in einer Geschichte ging es um Alduin, aber er war nicht Akatosh, er war ein Drache und zwar ein echter. Ich glaube, Akatosh ist eine Art Geistdrache, wenn er mal Lust hat, überhaupt ein Drache zu sein und nicht ein Gott, der an so einem Götterwort wie dem Reich des Vergessens wohnt. Götterort wie im Reich des Vergessens wohnt, okay. Aber Alduin ist ein echter Drache, mit Fleisch und Zähnen und länger als der Weißfluss. Und Alduin wollte auch mal mit den anderen Drachen über Himmelsrand herrschen. Schließlich mussten einige total starke Helden Alduin töten, um diese traurige Geschichte zu beenden. Also frage ich, hört sich das für euch nach Akatosh an? Nein, Freund, das tut es nicht. Und so behaupte ich, Troma Eisenkopf, der Name, der ist, glaube ich, echt, der passt, fest und entschlossen aus tiefster Überzeugung, dass Alduin echt ist und er ist nicht Akatosh. Okay, jetzt nehmen wir mal mit das Buch. Sauber. Das Geld, das nehmen wir auch mit. Einen dicken Tresor schauen wir auch mal rein. Das Geld nehmen wir mit. Ja, komm, die nehmen jetzt alle mit. Die Elfen haben schon. Was hat er hier so drin? Noch mehr Geld. Oh, Stiefel magisch, die nehmen wir mit. Die gucken wir uns an. Was haben wir denn da? Ist das irgendwie magisch, das Ding? Nee. Da hat er noch Lederstreifen. Hm, die nehmen wir auch. Und Leder. Oha, die nehmen wir auch mit. Da hat er sich einen ganz hervorragenden Garten angelegt. Da oben liegen auch ein ganzer Haufen Seelensteine. Was liegt hier?
kaiserliche Bericht über Satan. Haben wir das schon mal gelesen? Wie lange haben wir denn noch? Ah ja, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Der Fall von Satan von eine ganze Menge Namen. Wie kürzlich verlautet, wird der verehrte Archäologe mit seinem grenzenlosen Wissen jetzt die Koch- und Backgewohnheiten der frühen ersten Ära der Nord erkunden. Diese Arbeit wird dem Kaiserreich... Was? Bitte? Koch und Back? Diese Arbeit wird dem Kaiserreich zweifellos großen Ruhm und viele Vorteile einbringen, während meine eingeschränkten Kenntnisse diesem Ziel wohl kaum zuträglich sein dürften. Deshalb habe ich meine beträchtliche Freiheit dazu verwendet, einen ganz speziellen Vorfall zu untersuchen, nämlich den Fall von Satan. Jedes Kind des Kaiserreiches weiß, dass es hier geschehen ist. Die erste Stadt der Menschen auf Tamriel wurde von den Elfen geplündert, da sie eifersüchtig auf die Menschen waren und sich von ihnen bedroht fühlten. Die Beziehungen haben sich seitdem offensichtlich gebessert, aber wenn man die Ergebnisse der Zerstörung aus erster Hand sehen will, muss man vor allem den ungehörigen Aufwand beachten, der für dieses Vorhaben betrieben wurde. In einem ersten Schritt müsste in die Gebiete ursprünglicher Architektur von solchen Unterscheiden, ich glaube, das heißt Unterschieden, oder? Moment, ich lese nochmal. In einem ersten Schritt musste ich die Gebiete ursprünglicher Architektur von solchen unterscheiden, die erst aufgebaut wurden, nachdem Yskramor die Stadt mit seinen 500 Gefährten zurückerobert hatte. Zu Beginn verließ ich mich im Wesentlichen auf die Kenntnisse der Archäologen Floronius, doch im Laufe der Zeit war ich immer besser in der Lage, die Unterschiede selbst zu erkennen. In der Tat stellte ich überrascht fest, dass viele Teile der Stadt weitaus mehr, als ich jemals für möglich gehalten hatte, über ursprüngliches Mauerwerk verfügten. Offenbar hatte man sich bemüht, die großen Schäden durch den Stadtbrand nach dem Überfall der Elfen zu beseitigen, doch die Beständigkeit der Nordhandwerkskunst wurde dabei erheblich unterschätzt. So dachte ich zumindest am Anfang. Vielleicht war es falscher Stolz auf die Leistungen dieser frühen Menschen oder vielleicht hat mich auch die mangelnde Erfahrung zu dieser Schlussfolgerung gebracht. Aber irgendwas stimmte nicht. Wiederholte Versuche, den außergewöhnlich scharfsinnigen Archäologen zu Rate zu ziehen, waren unergiebig und arteten häufig in Vorlesungen über die Badegewohnheiten der Bewohner von Satal oder die durchschnittliche Anzahl von Topfpflanzen in den einzelnen Häusern aus. Erneut war ich gezwungen, mich auf meine eingeschränkten Mittel von Beobachtung und Schlussfolgerung zu verlassen. Aus diesem Grund kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch keine abschließenden Ergebnisse vorlegen. Mit Sicherheit ist jedoch festzuhalten, dass der erste Angriff auf Satal offenbar sehr konzentriert durchgeführt wurde und dabei nicht mit einer speziellen Verteidigungseinrichtung oder einem sonstigen bedeutsamen Ort korrelierten. Auch wenn der angesehene Gelehrte Sentius meine Funde erst noch prüfen bzw. überhaupt erstmal sein Interesse daran bekunden muss, neige ich zu der Vermutung, dass den Elfen nicht nur der Grundriss der Stadt bestens bekannt war, sondern dass sie ihren Angriff auf spezielle Anweisungen hin ausgeführt und vielleicht auch ein ganz besonderes Ziel damit verfolgt haben. Ich werde meine bescheidenen Untersuchungen fortsetzen, so es die Zeit erlaubt. Ja, haben wir noch ein Buch gelesen. Und damit sind wir leider dann auch schon fast. Ja, wir sind eigentlich schon über die Zeit, ne? Und war aber ja spannend. Jetzt setzen wir uns mal hier hin und dann beenden wir diese Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid. Und da gucken wir mal, vielleicht bringen wir irgendwas ins Haus, bauen wir ein bisschen am Haus weiter und dann vielleicht mal zu Astrid gehen. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr mit dabei seid. Und ich sag mal, euer Neflotur. Bis dann.